Hey Leute, wenn die neue Avatar-Serie rauskommt, dann wird es wahrscheinlich einige neue Veränderungen geben. Und ich dachte mir, dann wird man bestimmt auch einen Weg finden, Bändigungsarten zu erweitern. Das haben wir nicht nur in Avatar gesehen, sondern ganz besonders bei Die Legende von Korra. Also wär's doch gelacht, wenn das nicht auch passieren wird, wenn der nächste Avatar an der Reihe ist. Und deswegen gibt's ein paar Elemente, die ich mal aufzählen würde, die ich sehr interessant finden würde, wenn's zu diesen Erweiterungen kommt. Für mehr solcher Videos vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, dass du immer benachrichtigt wirst, sobald ein neues Video online ist. Und jetzt viel Spaß! Also, es gibt ja die Grundelemente und, naja, die haben sich immer mal erweitert, wie Metallbändigen und so weiter und so fort und sogar Lavabändigen. Also, es wurde schon immer heftiger, genauso wie, ja, Feuer dann auch mit Blitz und Explosionen und was weiß ich nicht alles. Und ich dachte mir bei jedem Element, man könnte doch bestimmt nochmal Steps weitergehen. Also, das war doch noch längst nicht alles. Und dann sind mir so ein paar Sachen eingefallen und ich würde gerne eure Meinung dazu in den Kommentaren hören. Und vielleicht habt ihr auch den ein oder anderen Vorschlag, welches Element ihr gerne noch mit drin haben wollen würdet. Ich habe mir nämlich mal so die ganzen Elemente angeguckt, die es so gibt. Und ich dachte mir, naja, bei Erde könnte man echt noch einiges machen. Zum Beispiel ist ja Metallbändigen die Erweiterung. Und ich dachte mir, naja, gut, ganz am Ende in Staffel 4 haben sie extra einen riesen Roboter gebaut und wollten nicht, dass die Metallbändiger den aufkriegen, also haben die den aus Platin gebaut. Und ich dachte mir, wenn es noch keinen Platinbändiger gibt, wie wäre es, wenn in der Zukunft tatsächlich Leute existieren, die das irgendwie geknackt haben und dann anfangen, Platin zu bändigen? Das wäre schon echt heftig. Aber das wäre nicht nur das Einzige. Stellt euch mal vor, die haben dann irgendwann oder hätten irgendwann rausgefunden, wie es ist, dann, weiß ich nicht, Gold zu bändigen oder sogar Blei. Also es gäbe da ganz viele verschiedene Möglichkeiten, Bändigungsarten zu erweitern, bis ich mir schließlich dachte, wie krass wäre das denn vielleicht, wenn man sogar Diamantbändiger mit reinholt. Diamant ist einer der stärksten Gesteine, Metall, weiß ich nicht, Arten, die es so gibt. Und ich dachte mir, das wäre doch eigentlich voll cool, wenn auf einmal so Diamantbändiger kämen. Also das wäre schon eine heftige Erweiterung. Also ich glaube, was Erde anbelangt, könnte man noch einige Bändigungserweiterungen machen. Ganz anders ist es zum Beispiel bei Feuer. Bei Feuer dachte ich mir, ey, wir haben doch auch schon öfters gesehen, dass Leute, oder was heißt öfters gesehen, aber Zosin zum Beispiel hat, als er mit Roku zusammen versucht hat, den Vulkan aufzuhalten, hat er Rauch entzogen und damit die Magma oder der Lava ausgedünnt. Und ich dachte mir, was wäre, wenn irgendjemand schaffen würde, Rauch zu erschaffen, beziehungsweise Rauchbändiger zu sein. Das wäre, glaube ich, auch ein krasses Element, weil du könntest jeden irgendwie im Umkreis vergiften. Und wenn jemand so ein Rauchbändiger wäre, das wäre schon eine krasse Erweiterung, was Feuer anbelangt. Oder wenn es jemand schaffen würde, tatsächlich Hitze zu entziehen. Also jeder Mensch hat ja Körpertemperatur, aber dass er es schafft, irgendwie die Hitze von Menschen zu entziehen, das wäre auch wirklich eine krasse Kraft. Bei Wasser wäre das auch nochmal heftig, denn Wasser hat ja die Erweiterung Blutbändigen, aber auch Energiebändigen, also Geisterbändigen. Und ich dachte mir, dieses Energiebändigen kann doch bestimmt noch nicht alles gewesen sein. Energie gibt es ja in jeder möglichen Form. Also was wäre, wenn irgendjemand es schaffen würde, nicht nur Energie zu bändigen, sondern noch eine Stufe draufzulegen? Da fällt mir jetzt kein konkretes Beispiel ein, aber Energie ist vielfältig und das, ich glaube, da kann man bestimmt noch irgendwas anderes mit rausholen. Beim Luftbändigen ist es sogar nochmal anders, denn Luftbändigen wissen wir ja, dass Sahir in Staffel 3 von Die Legende von Korra es geschafft hat, Sauerstoff zu entziehen, also quasi Sauerstoff zu bändigen. Und wie heftig wäre es, noch andere Stoffarten zu nehmen, wie Kohlenstoff oder eben Stickstoff. Das zu bändigen wäre, glaube ich, auch ziemlich heftig und könnte dann hinterher sogar noch irgendwie in den Bereich Helium gehen, dass man sagt, so ein Heliumbändiger oder so, what the fuck, oder ein Chlorbändiger, Schwefelbändiger. Es gäbe so viele Bändigungsarten, die man mit reinnehmen kann.
Und was mir jetzt auch noch gerade einfällt, apropos wegen Erdbändigen, was wäre, wenn es jemand schaffen würde, Titan zu bändigen? Also Titan wäre ja auch heftig. Und einfach so ein Titanbändiger. What the fuck? Und selbst das muss noch nicht mal das Ende sein, weil es gibt dann auch noch so Kupferbändiger zum Beispiel oder. Hast du nicht gesehen? Also es gäbe ja super viel. Beim Luftbändigen könnte man zum Beispiel auch noch Nebel mit reinnehmen. Ich meine, man kann ja irgendwie gucken, dass man die Luft um sich sammelt und so eine Art Nebel zusammenkriegt. Aber was ist, wenn es ganz spezielle Nebelbändiger gibt, die wirklich Nebel erschaffen können aus sich? So, weißt du, was ich meine? Einfach Nebelbändiger. Das, glaube ich, wäre auch krass. Also Nebel ist, glaube ich, auch ein Element, das sehe ich sogar. Ich glaube, das könnte ich mir gut vorstellen, dass das vielleicht sogar mit reinkommt. Also das ist somit das Realistischste, würde ich sagen. Und jetzt fällt mir gerade noch ein, wenn in Richtung Energiebändigen, es gibt doch Neon. Neon ist doch eigentlich theoretisch so Lichtbändigen. Licht, Neonlicht oder so zu bändigen, das wäre, glaube ich, auch nochmal was ganz Wildes. Ja, ansonsten Aluminium gibt es auch noch. Also man könnte Eisen, man könnte so viel machen. Man könnte so viel machen. Aber da ist die Frage, was hältst du davon? Kannst du dir vorstellen, dass irgendwie eins der genannten Elemente irgendwie mit reinkommt? Oder hättest du einen speziellen Wunsch, wo du sagst, so das oder das Element hast du noch gar nicht erwähnt, das würde ich gerne sehen? Dann schreib das doch in die Kommentare. Ich würde gerne mal darüber diskutieren mit euch. Und ansonsten war es das von mir. Danke fürs Zuschauen. Haut rein, bleibt fresh. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Tagesschau.